In diesem Video will ich euch mal eine super günstige Möglichkeit zeigen, wie ihr in der Cloud Backups schnell und sicher machen könnt. Wir nutzen dazu den Anbieter Backblaze mit seiner B2 Cloud-Lösung. Als Backup-Software kommt Dupli-Casey zum Einsatz. Für Backblaze habe ich mich entschieden, weil die eine interessante API anbieten, die von vielen Backup-Software-Lösungen unterstützt wird, so auch von Dupli-Casey. Und gleichzeitig haben die ultra günstige Preise. Die lassen sich auch ganz einfach ausrechnen. Ich bin hier mal auf der Backblaze B2 Webseite und da gibt es hier so einen Rechner. Da könnt ihr mal euren Verbrauch eingeben. Also was wollt ihr eigentlich sichern? Wie viele Daten? Wie viel kommen da jeden Monat dazu? Wie viel werden jeden Monat gelöscht? Und müsst ihr regelmäßig irgendwas runterladen? Mein Backup sieht halt so aus, dass ich erstmal alles Richtung Cloud schiebe, relativ wenig lösche und wenn dann der Restore-Fall eintritt, muss ich alles auf einmal runterladen. Zugegeben, da kommen bei Backblaze dann natürlich ein paar Kosten auf mich zu, da zahle ich dann 1 Dollarcent pro Gigabyte Download, aber da das vielleicht nur alle paar Jahre passiert, so ein Restore-Fall, denke ich mal, ist das verschmerzbar. Dafür ist halt der monatliche Storage super günstig. Ich habe hier auch mal aufgemalt, wie das so im Vergleich zu den Storage-Boxen von Hetzner aussieht, die habe ich die ganze Zeit benutzt, da hat man halt so Block-Tarife, also da kann man sich dann quasi was kaufen für 100 GB, für 500 GB, 1 Terabyte, 2 Terabyte, 5 Terabyte und so weiter pro Monat und dann hat man halt in diesem 5 Terabyte den Spielraum, ob man da jetzt 3 Terabyte oder 4 Terabyte speichert, ist dann unerheblich. Wenn ich jetzt also die reinen monatlichen Kosten mir anschaue, hat eigentlich die Backblaze B2 Lösung immer die Nase vorn, wenn ich jetzt nicht reinrechne, dass ich auch mal was runterladen muss. Aber genug jetzt zu den Preisen. Wir schauen uns jetzt mal in der Theorie und in der Praxis an, wie ich das Ganze als Backup-Lösung nutzen kann. Gleich vorneweg, Dupli-Casey ist in der Command-Line-Interface-Version, also in der Version, die ich jetzt hier benutze, kostenlos. Die ist auch sehr zu empfehlen, habe ich schon mehrere Videos drüber gemacht. Es gibt auch eine grafische Benutzeroberfläche, die kostet Geld, aber ich finde, hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir schauen uns jetzt aber sowieso die kostenlose Version an. Wo bekommt man die her? Da kann man auf GitHub schauen. Ich packe auch mal einen Link in die Videobeschreibung. Einfach die Executable runterladen, die Dupli-Casey-Exe, und die kann ich dann eben hier so benutzen, wie ich es euch gleich zeige. Ich will jetzt hier beispielsweise mal meinen Download-Ordner sichern. Ist natürlich Blödsinn, aber zum Demonstrieren reicht das natürlich. Dupli-Casey habe ich jetzt in der neuesten Version runtergeladen, kann ich auch einmal prüfen. Ich sage hier Dupli-Casey-Exe und irgendwas mit Version schreibe ich mal hinten dran. Ich habe es wahrscheinlich jetzt falsch ausgeführt, spielt aber keine Rolle, weil er sagt mir auch, in welcher Version wir hier unterwegs sind. Die Optionen stehen mir halt hier eben zur Verfügung. Zu den Optionen könnt ihr gerne mal ins Forum bei Dupli-Casey schauen, da bekommt ihr dann noch eine viel bessere Beschreibung als das, was hier steht. So, was muss ich aber machen, wenn ich bei dem B2 Cloud Storage von Backblaze jetzt ein Backup anlegen will? Naja, ich muss mir erstmal einen Account anlegen. Die ersten 10 GB sind frei, das heißt, das, was ich jetzt zeige, könnt ihr erstmal kostenlos testen und wenn euch das interessiert, einfach Kreditkarte hinterlegen, dann wird monatlich abgebucht. So, dazu bin ich jetzt hier einmal eingeloggt und das erste, was ich sehe, sind Buckets und Buckets, das sind hier Eimer, das kann man sich einfach als Überordner vorstellen. Also das heißt, wenn ihr jetzt ein Backup von eurem Ordner machen wollt, dann würde ich hier einfach mal sagen Create Backup. Wir lassen das hier auf Privat stehen und ich nenne das jetzt mal Useful with Demo. Das Interessante ist hier, diese Bucket-Namen, die sind einzigartig über Backblaze verteilt. So, Create Bucket, sage ich einmal. Und jetzt sehe ich hier unten, dass er mir das angelegt hat. Ich habe euch das jetzt ein bisschen reingezoomt, einfach damit ihr meine anderen Buckets nicht so genau seht. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen einen Zugriffsschlüssel für dieses Bucket anlegen. Das wäre also meine Empfehlung, für jedes Bucket auch einen separaten Zugriffsschlüssel anzulegen. Das erhöht einfach ein bisschen die Sicherheit, wenn ein Schlüssel abhanden kommt, aus was für einem Grund auch immer, hat man einen begrenzten Schaden nur. Dazu gehe ich auf der linken Seite auf App Keys. Hier gibt es einen Master Application Key, der interessiert uns aber weniger, wir scrollen mal nach unten. Und hier kann ich dann sagen, Add a new application key. Ja, Name of Key, der ist ja auch eh sowieso nur für ein Bucket gedacht. Von daher kann ich den auch einfach Useful with Demo nennen. Den Rest würde ich so lassen und würde hier sagen Create New Key. So, bei mir ist jetzt hier die Anzeige ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist aber auch egal. Wir machen einmal Copy to Clipboard. Und ich gehe mal hier in meinen Texteditor rein. Und das ist das Wichtige, was ihr jetzt auf jeden Fall sichern müsst, weil der wird euch nicht mehr später angezeigt. Ihr müsst jetzt sonst einen neuen
Application Key anlegen. So, das war jetzt schon der ganze Zauber. Die Key ID kopiere ich mir auch sicherheitshalber mal raus. Die brauchen wir auch gleich nochmal. Also wir haben ein Key Passwort und eine Key ID. Das muss man hier trennen. Das ist das, was wir brauchen. Und der Name, der Bucket Name, ist halt Useful Bit Demo. Das sind die drei Daten, die wir jetzt brauchen, um unser Backup anzulegen. So, dazu wieder zurück in unseren Download-Ordner. WKZ liegt ja hier schon mal ab, kann ich also aufrufen. Kann ich einfach sagen, WKZ-Exe-E ist der Schalter dafür, dass das Ganze verschlüsselt wird. Immer wichtig bei Backups in die Cloud. Dann würde ich einfach mal sagen, init. Nein, halt, ich habe es falsch gemacht. Also erstmal init und dann kommt -E. Links kann ich spicken, seht ihr ja schon. Und dann rufe ich das Ganze so auf B2 und dann kommt hier der Bucketname rein. Also das ist nicht die ID oder so, nicht verwechseln. Der Bucketname ist jetzt hier wirklich Useful with Demo. So, einmal mit Exe ausführen und nichts funktioniert. Requires two arguments, das ist richtig, weil ich muss das Ganze ja noch irgendwie benennen. Also das gibt eine Snapshot-ID, die ich noch befüllen muss, die halt nenne ich jetzt einfach mal Useful Wit, diesem Freifeld. So, jetzt fragt er mich nach dem Backblaze Account or Application ID. Und das ist halt der Vorteil von so einer Application ID. Wenn die irgendwie abhanden kommt, ist nicht gleich euer ganzer Backblaze Account kompromittiert. Die ID habe ich mir hier rauskopiert, kann ich hier einfach reinkopieren. Und der Application Key ist der hier. Dann kann ich mir hier wieder reinkopieren. Und jetzt fragt er mich noch nach dem Storage-Passwort. Das kommt daher, weil ich diese -E-Option gesetzt habe. Das heißt, der wird das Ganze jetzt verschlüsseln. Ich nehme jetzt einfach das Passwort Useful Wit. Ihr solltet natürlich ein sicheres nehmen. Versteht sich von selbst, denke ich mal. Und dann ist das Backup einmal initialisiert. Würde ich jetzt WKZ Backup aufrufen, würde das Backup schon funktionieren. Problem bei der Geschichte ist dann aber nur, ich führe es einmal aus, WKZ Backup. Der will jetzt auf einmal Passwörter wissen. Und das ist natürlich blöd, wenn ihr das zum Beispiel regelmäßig einplanen wollt und ihr nicht vorm PC sitzt. Deshalb müssen wir jetzt hier diese ganzen Set-Commands benutzen. Also einmal WKZ Set-Key. Und da gibt es halt den Befehl B2-ID zum Beispiel. Ja, hätte ich mir jetzt auch abtippen können. Und dann kann ich eine Value dahinter machen und das ist halt die hier. Woher habe ich die ganzen Werte? Naja, das sind die Befehle, die ich im Forum finden kann. Also gehe mal hier kurz drauf. Passwort, Credentials und Environment Variables. Da gibt es eine Liste, wie die alle heißen müssen. Und wir für uns ist dann hier diese Spalte Keys in Preferences interessant. Ich weiß auch, ist jetzt hier nicht die eleganteste Methode, Passwörter zu speichern, weil die dann im Klartext auf dem System rumliegen. Deshalb solltet ihr zumindest mal dafür Sorge tragen, dass das System, auf dem ich die jetzt speichere, auch nochmal verschlüsselt ist. Wenn euch irgendwie der Laptop oder so abhanden kommt, sollte ja da keiner rankommen. So, wir machen hier aber fröhlich weiter. Ich glaube, das nächste heißt dann B2Pass, ne, B2Key heißt's. So, und die Value ist dann natürlich unser Passwort. Die dritte Option ist, was wir noch setzen müssen, ist jetzt unser Storage-Passwort. Das heißt sinnigerweise einfach hier Password. Und unser Verschlüsselungspasswort war ja vorhin UsefulWit. Das kann ich jetzt auch noch setzen. Jetzt habe ich quasi alle drei Sachen gesetzt. Das kann ich auch noch mal prüfen. Dazu gehe ich jetzt wieder in die Windows-GUI. Hier legt sich dann nämlich der Ordner WKZ an und hier gibt es dann Preferences. Und wenn ich mal die Preferences OpenWith öffne und mache die mit dem Notepad auf, dann sehe ich jetzt hier diese drei Werte alle eingetragen. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt sage WKZ Excel Backup, kann der jetzt ohne eine weitere Nutzereingabe einfach anfangen, das Backup zu starten. So, das Backup ist jetzt einmal abgeschlossen. Ich habe noch den Schalter Stats dazu gemacht, dass man halt sehen kann, was da auch passiert. Ist in der Regel aber nicht notwendig. Es gibt jetzt hier noch das Kommando WKZ Check. Das können wir mal probieren. Und der prüft jetzt einfach nur ab, habe ich denn die Chunks, die ich hochgeladen habe, passen die alle zu dem Snapshot, den ich ja da erstellt habe. Und es gibt jetzt hier Revision 1, das heißt, wenn ich jetzt nochmal WKZ Backup ausführen würde, dann würde er eine zweite Revision erstellen, auf die ich zurück kann. Das heißt, hätte ich in der Zwischenzeit was geändert, könnte ich mir raussuchen, würde ich auf 1 oder 2 zurück. Hier sagt er aber auch, dass hier sich nichts geändert hat. Von daher, wir haben jetzt zwar eine Revision 2, aber die ist natürlich jetzt unverändert. Ja, wenn wir schon dabei sind, gehe ich jetzt mal in unseren Downloads-Ordner und dann ändern wir mal was. Können ja mal was rauslöschen oder was hinzufügen. Hinzufügen ist immer ganz gut eigentlich.
Test und da schreiben wir auch was rein, dass die Datei irgendeine Größe hat. Und jetzt führen wir das hier nochmal aus. Und jetzt hat er hier auch erkannt, dass es eine neue Datei gibt und in der Revision 3 wäre jetzt hier meine Test-Textdatei dabei. Dann schauen wir doch mal, ob das entsprechend auch auf B2 angekommen ist. Und das kann ich ganz einfach tun. Ich habe ja hier mein Bucket wieder in der Übersicht und da sehe ich einfach die Current Size. Das heißt, das sind jetzt hier 700 Megabyte hochgeladen worden und das passt ungefähr zu dem, was ich hier auch habe. Was natürlich jetzt hier noch dran denken, dass auch komprimiert wird. Ich schaue mir das Ganze mal an, wie viele Megabyte das so insgesamt sind. Ja, das kommt ungefähr hin, hat auch so 700 Megabyte und so viel sind dann auch hochgeladen. Ja, wie könnte ich jetzt dafür sorgen, dass diese Backups auch regelmäßig laufen? Naja, dafür gibt es den Windows-Aufgabenplaner, Task Scheduler auf Englisch. Und da kann ich eben solche wiederkehrenden Aufgaben einplanen. Und hier könnte ich jetzt halt einfach ein Batch-Skript vorbereiten, das genau diesen Befehl einmal aufruft. Also man muss halt im richtigen Verzeichnis stehen und dann würde der Befehl aufgerufen werden. Und dann kann das Ganze regelmäßig zum Beispiel alle 2 Stunden oder so laufen. Jetzt haben wir schön geübt, wie man ein Backup macht, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich tatsächlich Datenverlust habe? Und das simulieren wir jetzt hier einfach mal. Ich gehe einfach mal in einen anderen Ordner und wir restoren einfach mal die ganzen Dateien. Dazu mache ich jetzt hier wieder die Kommandooberfläche auf und wechsle dann einfach mal in den Ordner Restore, den ich mir gerade hier angelegt habe. Ja, und was muss ich jetzt als erstes machen? Ich muss die Befehle von Anfang des Videos quasi wieder ausführen, also wkcinit, um das Ganze zu initialisieren und um dann den Restore-Befehl auszuführen. Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal. Ihr könnt natürlich zum Anfang des Videos springen und das nochmal ausführen. Am Ende wisst ihr ja, was das Ergebnis ist. Ich habe am Ende diese wkcinit. Den Punkt .wkc-Ordner, nicht Datei, die liegt dann hier einfach ab. Also die Passwörter könnt ihr jetzt hier in diese Preferences-File dann eintragen oder ihr könnt es nicht machen, ist egal. Ihr könnt es jetzt, beim Restore wird es ja nur einmalig ausgeführt, könnt ihr es auch hier über das Terminal oder Kommandofenster, ich weiß immer nicht, wie das in Windows heißt, eingeben. Eingabeaufforderung heißt es, glaube ich, richtig. Genau. Also, was ihr mit dem Initialisierungsbefehl macht, ist nichts anderes, als hier diesen wkcinit-Ordner einmal anzulegen. Deshalb kopiere ich mir den einfach mal. Ansonsten, ihr könnt natürlich jetzt in einem Restore-Fall, ist der natürlich weg. Da müsstet ihr tatsächlich dann an Anfang des Videos springen. So, wir machen aber den Restore jetzt einfach mal. Ne? wkcexe haben wir da wieder liegen. Der denkt jetzt, er wäre initialisiert, weil halt der Ordner da liegt. Und ich kann jetzt einfach sagen, wkcrestore. Halt kann ich nicht, weil eigentlich muss ich erstmal sagen, wkclist. Und dann zeigt er mir alles an, was er in dem Speicher findet. Also alle Revisionen. Und natürlich möchte ich in einem Restore-Fall eigentlich die neueste herstellen. Deshalb sage ich wkcrestore minus... falsche Tastatur. Ah. Haben wir gleich. Minus R3. Die neueste Revision ist die 3, deshalb gehen wir auf die zurück. Ja, was ihr jetzt gesehen habt, die ganzen Fehler, das kommt vom Windows Defender. Der ist wahrscheinlich jetzt irgendwie auf dem Stand, dass er eine Ransomware Protection drin hat. Schauen wir mal, ob die jetzt gerade eingeschlagen hat. Stelle ich das mal mit OK und versuche das nochmal auszuführen. Also die Ransomware Protection vom Defender hat jetzt zugeschlagen, weil der wahrscheinlich irgendwie gedacht hat, da wird jetzt was verschlüsselt. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Egal. Jetzt auf jeden Fall funktioniert der Restore. Einfach die Ransomware Protection einmal ausschalten. So, was passiert jetzt hier? Der legt jetzt quasi alle Ordner einmal an, die vorher natürlich auch da waren. Die lädt er sich jetzt von Backblaze runter. Mit dem -stats-Command kann ich auch hier ungefähr sehen, wie lange das dauert. Das ist sogar ziemlich präzise, die Anzeige. Und da sehe ich jetzt auch hier die Geschwindigkeit. Ich breche das Ganze jetzt mal ab. Ich kann natürlich hier auch mit -threads, glaube ich, das Ganze hochschrauben. Natürlich mit D geschrieben. Und dann kann man das ein bisschen beschleunigen. Je nach Internetanbindung kann man dann quasi seine Leitung ein bisschen besser ausreizen. So, das Ganze ist jetzt abgeschlossen. Das waren jetzt hier diese, ja, 600 Megabyte, knapp 700 Megabyte, um die es hier ging. Auch die Ordner sind wiederhergestellt. Können ja mal die Ordner kurz nebeneinander legen. So sieht man es jetzt ein bisschen schöner, direkt nebeneinander gestellt. Ja, es wurde alles wiederhergestellt, was ich gebackupt habe.
So, ich hoffe, ihr habt was gelernt jetzt bei diesem Video. War jetzt ein bisschen länger, aber ich hoffe, die Lesezeichen im Video haben euch ein bisschen geholfen, euch zu orientieren. Ich fasse nochmal zusammen, was wir gemacht haben. Wir haben in unserem Backblaze B2-Account ein neues Bucket erstellt. Dazu haben wir dann noch einen passenden Application Key erstellt und den wiederum haben wir dann eingegeben bei WKSI bei der Initialisierung des Backups. Die ganzen Passwörter, die wir jetzt für das Backup brauchen, also den Key für Backblaze und den Verschlüsselungskey, den haben wir dann dauerhaft in der Einstellungsdatei gespeichert, so dass halt Backups auch eingeplant werden können und nicht bei jeder Ausführung manuell dann Eingaben getätigt werden müssen. Schlussendlich haben wir das Ganze auch mit einem Restore-Test überprüft. Wir haben also das Backup neu initialisiert. Ich habe natürlich hier ein bisschen getrickst und einfach den WKSI-Ordner kopiert. Der wäre im Zweifelfall beim Datenverlust wahrscheinlich auch weg. Von daher einfach neu initialisieren und dann den WKSI-Restore-Befehl ausführen. Vorher haben wir natürlich noch geschaut, was ist die neueste Revision und die haben wir dann zurückgeholt. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und hier im Abspann seht ihr bestimmt auch noch ein paar tolle Videos.